Willkommen zurück zu Through the Woods. Es geht weiter, werte Freunde. Wir sind hier wieder in so einem ganz kleinen Dörfchen, ein verlassenes Dörfchen. So dachte man zumindest, bis wir auf einmal Stimmen gehört haben. Es klang, als käme es von diesem Haus da hinten, da gehen wir auch gleich nochmal hin, wo wir auch schon wieder gehört haben, dass es wohl wieder um jemanden geht, der ein Kind holen möchte. Die Mutter, offenbar Mutter, war aber dagegen, hatte Streit mit dem Vater. Der wollte nämlich nicht, dass sie groß jetzt hier Trara macht und Ärger mit sich bringt. Und es kam dann anscheinend zu einem Unfall, woraufhin der Vater eventuell gestorben ist, den Geräuschen zumindest zu folgen. Aber ist das Ganze wirklich gerade eben passiert oder haben wir so einen Vergangenheitsschwanger wahrgenommen, was ich nämlich eher glaube? Das werden wir bald erfahren, wenn wir da hingehen. Jetzt lesen wir aber erstmal die Notiz, ich werde auf dich warten. Harbard ist heute Nacht nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. Dieser verfluchte Troll hat ihn geholt. Ich weiß es. Oh, Harbard hat sich immer die Höhle dieser scheußlichen Kreatur geschlichen, um dort Knochen abzunagen und verfaulte Felle zu stehlen. Das hat er gemacht, hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen. Aber er kehrt selten so spät zurück. Und jetzt sitze ich hier, hungrig und verlassen, frag mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Harbard, du Narr. Ja, das war wirklich nicht so clever vom guten Harbert. Das haben wir ja auch mitbekommen. Lass doch mal das Lämpchen an, bitte. Ich habe euch ja das letzte Mal gefragt, wie sieht's aus, wollen wir, damit es noch ein bisschen authentischer wird, das Ganze auf Norwegisch halten. Natürlich bleiben die deutschen Texte erhalten. Und es gab keine Stimme, die dagegen gesprochen hat. So 3-4 Stück, die gesagt haben, ja, mach's. Und der Rest war Enthaltungen. Deswegen werde ich es jetzt umstellen. Solltet ihr eure Entscheidungen dann doch bereuen oder die, wo sich enthalten haben, findet ihr dann doch blöd, dann sagt es mir. Und wenn es dann wieder mehr, 3 oder 4 wieder mehr gibt, die sagen, nee, ich will es dann doch lieber wieder auf Englisch, dann können wir es ja auch wieder umschalten. Aber lassen wir uns doch einfach mal drauf ein. So. Gut, dann mal weiter. Also in diesem Haus hatten wir diesen Notiz bekommen. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Da wollen wir auch nichts verpassen. Es klingt stark danach, als würden wir den Troll wieder begegnen. Ich weiß nicht, hab so das Gefühl. Und auch der Runenstein lässt ja darauf hindeuten, dass das Nix oder Nöck, wie ihr es auch in den Kommentaren nennt, also es gibt hier ja einige, die sich da noch ein bisschen besser auskennen, was mich sehr freut, dass das Nöck eventuell auch noch eine größere Rolle spielen wird. Ich bleibe aber beim Nix. Ich mag den Namen. Und wir können gerade hier runter zur Ufer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Nix kommt. In den Kommentaren hat es geheißen, eigentlich ist es ein relativ neutrales Wesen, das nicht unbedingt jemanden angreift oder je nach Stimmungslage. Aber wir sind hier ja in einem etwas gruselig angehauchten Spiel. Dennoch, wie wir sehen, passiert hier jetzt nicht unbedingt gleich was. Ich sehe von der Ferne jetzt auch nichts zu mehr her schwimmen kommend. Nee, das finde ich aber auch cool, muss ich ehrlich sagen. Kannst du schwimmen? Nee, schwimmen willst du dann auch wieder nicht. Okay. Dann gehen wir wieder. Hey, ist das eine Karte? Nee, das ist keine Karte. Das ist einfach nichts. Schade. Okay. Dann mal in das Haus, wo wir die Stimmen gehört haben. Ich wette mit euch, da ist niemand mehr drin. Haben wir hier noch etwas? Nein. Hi! Hallo? Ich muss mich jetzt erstmal... Wie süß. Ich muss mich erstmal an die neue Synchronstimme gewöhnen. Wir haben es ja jetzt auf Norwegisch. Klingt doch deutlich anders wie die deutsche. Das war jetzt... Okay. Das war jetzt erfrischend. Ja, ist da jemand drin? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Mein Helvete. Hallo? Hallo? Okay, lesen wir mal das hier. Liebe Ingrid. Ingrid, mein Schatz. Ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist.
Ich weiß, das war eine törichte Idee, und dein Vater hat sie als solche gesehen, wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden, aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind, und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. Liebe, deine Mutter. Ja? Men, det var jo noen der. Jeg hørte dem. Dette papiret så gammelt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese norwegische Sprachausgabe wunderbar. Ich würde die am liebsten auch lassen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich finde, das ist einfach mal was anderes, wie immer dieses, ja, typische Englisch. Und ich finde auch die Synchronstimme an sich sehr angenehm. Und ja, die Kehle aufgeschlitzt, genau danach klang es auch, was wir das letzte Mal gehört haben. Okay, fragt sich, wie viele Jahre schon dazwischen liegen. Das weiß wohl keiner so genau. War ich jetzt in der Hütte schon? Ich glaube nicht, ne? Dann müssen wir hier noch gucken. Ein bisschen schneller hier. Kann es sein, dass es hier dann... Ne, ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Da komme ich wieder zu den anderen Häusern, wo ich schon drin war, genau. Aber in diesen war ich noch nicht, meine ich. Oder? Vielleicht war ich doch schon drin. Ja, da war der Zettel. Ja, okay. Ja, okay. Ich gehe schon raus. Okay. Lieber doppelt gucken wie gar nicht. Gut, dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Also hier, das ist wieder so ein Teil, den ich da nichts machen kann. Kann ich da reinleuchten? Nee, bleibt dunkel. Und reingreifen kann ich auch nicht. Da waren wir gerade eben drin, da müsste es ja weiter geradeaus gehen. Ja, wir verlassen erstmal die kleine Gemeinde. Gehen weiter unseres Weges. So, umschauen, fällt jetzt nichts Großartiges auf. Also weiter. Okay, ich glaube, es gibt wirklich nur diesen einen Pfad momentan. Wie so oft. Mal schauen, was uns als nächstes über den Weg läuft. So, einfach mal die Natur auf sich wirken lassen. Ich bin hier bewusst ein bisschen ruhiger. Würde ich hier wie ein Wasserfall reden, wäre das einfach unpassend. Da kommt eine Musik. Heißt das Gefahr? Sehe ich nichts Schlimmes. Na gut, gehen wir über die Brücke. Im Wasser scheint auch nichts zu sein. Also, ich meine... Oh, oh. Oder ist da doch nichts? Die Zweideutigkeit nervt langsam, oder? Ich habe da gerade was gehört. Ich glaube, ich mach mal das Lämpchen aus. Das scheint nicht im Wasser zu sein, aber ich meine, ich hätte irgendein Knurren oder so gehört. Könnte es ein Wolf gewesen sein oder sowas? Sorry, wenn ich jetzt im Dunkeln erstmal laufe, aber ist gleich sicherer. Ach, aber ich will auch sehen, wo ich jetzt hin möchte. Nach links oder nach rechts? Also hier könnte ich lang. Eventuell. Und hier geht's auf jeden Fall weiter. Dann gehe ich erstmal nach links. So, das kommt mit dem Wasser wieder sehr nah, aber da ist es ja... Also da wird schon nichts sein. Na, traust du dich da mal rein? Wow, ich traue mich mal ins Wasser. Ja, da wird jetzt kein Monster drin sein. Ich meine, da kann man ja drin stehen. Was wäre das für ein süßes kleines Monster, wenn da eins sich untertauchen würde? Schauen. Ich glaube, da kann ich gar nicht weiter großartig. Ja? Nee. Dann bleibt mir doch nur dieser eine Weg.
Scheint wieder eine Höhle zu werden, hm? Hoffentlich keine Trollhöhle. Hoffentlich keine Wolfshöhle. Egal was es wird, ist hoffentlich keine bewohnte Höhle. Ne, es wird gar keine Höhle. Wir laufen hier nur zwischen den Felsen. Oh, warum wird Hallo... Oh, neues Kapitel. Zwischensequenz? Was passiert? Was tut das Spiel? Wahrscheinlich einfach nur laden. Neues Gebiet. Kleinen Sprung gemacht. Hier bin ich durchgelaufen. Durchgelaufen, ja. Da kommt der Dialekt wieder raus. Oh, schaut mal, die Sterne werden aber auch immer schöner. Wunderschön. Jetzt ist richtig Nacht. Die ganze Zeit war es noch so ein bisschen dämmerlich, aber jetzt gefällt mir. So. Dann weiter des Weges. Hier ist ein kleines Licht. Ist das wieder so ein Reflektor oder? Was ist das? Ne, das ist wirklich ein Licht. Das ist aber nett. Oh oh. Habt ihr das gehört? Das Raunen. Na, mal sehen, wie lange wir hier noch alleine sind. Oh yeah. Ich könnte hier links rum. Ich könnte da rum. Geh mal da lang. Ist hier was? Nee. Okay, ich habe zwei Wege. Ich werde mich jetzt erstmal links halten. Noch nichts zu. Ich bin Valiten. Gjorde faren hans noe grusomt mot Espen og meg, mot seg selv. Jeg ble sittende igjen helt alene med et barn jeg ikke kunne snakke med. Jeg tilga ham aldri for at han ikke engang ga meg en sjanse til å si unnskyld. Men i skogen var jeg helt alene igjen, desperat etter å finne den ene personen jeg var glad i. Og akkurat da kunne jeg nesten skjønne hvorfor faren til Espen gjorde som han gjorde. Ok. Minimaler Nachteil, wenn wir das Ganze auf Norwegisch haben. Ich werde umso konzentrierter natürlich die Untertitel lesen und dabei nicht rumlaufen oder so. Das nur mal zur Erwähnung. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Interessant. Da wird bestimmt noch einiges rauskommen. Oh, wie schön, oder? Ach, ich liebe Sterne über alles. Vor allem solche Sternenhimmel. Oh, die Musik. Oh, 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 das ist doch der Troll, oder? Das ist der Troll. Das ist der Troll, der ist bestimmt da hinten. Dann gehe ich jetzt. Dann renne ich jetzt erstmal ein Stück da rüber. Vielleicht habe ich da noch irgendwas übersehen, weil da, wo der Troll ist, geht's bestimmt weiter. Oh shit, oder geht's hier weiter? Das sieht auch wichtig aus. Ah, toll, jetzt habe ich zwei Wege mal wieder. Wie das letzte Mal auch schon. Aber der Troll klang da hinten näher, wie hier. Deswegen schaue ich erstmal, was hier ist. Vielleicht ist das auch, es war auch das letzte Mal schon so, dass es zwei Wege gab beim Troll. Einer mit Konfrontationskurs und der andere, da konnten wir umgehen. Vielleicht ist es hier genauso, dass wir jetzt eben wählen können, gehen wir in Richtung des Trolls oder umrunden wir ihn. Und ich glaube, ich umrunde ihn gerade. Das ist jetzt vielleicht die unspannendere Lösung, aber es ist die realistischere Lösung. Ich will nicht zum Troll, wenn ich nicht unbedingt muss. Aber vielleicht werden wir ihn ja trotzdem noch sehen. Ich habe ja gesehen, was für einen kurzen Prozess der Troll machen kann, wenn er einen erblickt. Na, da kommst du doch hoch, oder? Ja. So, hier ist eine Brücke. Das ist ja jetzt interessant. Wo wäre ich denn jetzt, wenn ich den anderen Weg gelaufen wäre? Da unten? Oder ungefähr
No. Ich weiß es nicht. Wäre jetzt cool, wenn wir da unten irgendwo den Troll sehen würden. Aber nö. Hier ist alles ruhig. Aber das wird bestimmt nicht immer so glimpflich laufen, dass wir einfach eine Alternative haben. Nein, da hinten... Steht er da hinten? Oder ist das nur ein Gebüsch? Nee, das ist nur ein Gebüsch. Oh Mann. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist nix. Das ist nix. Ja, da kann man schon mal ein bisschen Paranoia bekommen. Also, nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt den Weg gelaufen bin, aber es war ja offensichtlich, dass es wieder so, dass das eine zum Troll führt und dann, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Ist Feuer. Jetzt habe ich wieder die Qual der Wahl. Ich könnte hier links... Was ist denn? Nicht stolpern. Kommt wieder Musik. Ah, Mann. Ich guck mal eben über den Hügel, was da so ist. Ansonsten gehe ich erstmal da lang. Es ist halt echt schwer, sich zu entscheiden, wo gehe ich lang. Wo geht's weiter? Wo verpasse ich was? Den Troll verpasse ich anscheinend nicht. Warte mal, ich will jetzt aber... Ich will ihn lokalisieren können diesmal. Weiß nicht. Lass mich mal da runter gucken. Oh shit, da hinten stampft er. Da hinten ist er. Fuck, ich glaube, ich muss ein Stück rennen. Wenn der nämlich jetzt hier angestampft kommt. Da hinten ist er, Leute. Okay, warte, dann muss ich jetzt schnell machen, wenn der in meine Richtung kommt. Aber auch nicht zu schnell. Ich will ja doch wieder nichts verpassen. Hier könnte man sich gut verstecken. Ich glaube, ich warte erstmal ab. Kommt der jetzt wirklich hierher? Oh Gott. Also das ist mal ein Troll, ey. Hier. Shit, der klingt verdammt nah. Der kommt zu mir, ne? Aber ich möchte behaupten, dass ich hier ein gutes Versteck habe. Der kommt. Der kommt. Ein gutes Versteck hat leider auch den Nachteil, dass ich nicht genau sehe, wo er ist. Der geht bestimmt zu dem Feuer. Da ist bestimmt seine Höhle. Verdammt nah. Aber ich kann ihn nicht sehen. Muss da sein irgendwo. Strom ich hier jetzt nicht raus. Ich würde ihn so gerne sehen. Die Neugierde wird mein Tod sein. Ist er das? Nee. Seht ihr ihn? Ich kann ihn nicht sehen. Ich weiß nur, dass er momentan noch nicht abzieht. Wo ist denn das Feuer? Da würde ich nämlich gern hin. Oh mein Gott, er muss doch so nah sein. Ich müsste ihn doch sehen. Wahrscheinlich ist er gerade beim Feuer. Anscheinend bleibt er jetzt hier, wo er ist. Doch, jetzt kommen Schritte, jetzt kommen Schritte. Vielleicht läuft er jetzt wieder zurück. Wo auch immer er gerade rumstampft. Ich hoffe, er verzieht sich. Roll. Brüll mal. Das hilft nicht, ich muss hier weg. Jetzt bin ich mir nur... Oh Gott, jetzt bin ich mir wieder uneins, wo ich hin soll oder war. Das ist die Höhle mit dem Feuer. Okay, da wollte ich ja jetzt hin. Da ist er jetzt hoffentlich nicht drin.
Oh, fuck, das klingt aber verdammt nah. Ah! Oh Gott, die Geräusche, ey. Also, ne, der hat so seine Route. Wir hätten jetzt da durchlaufen können oder außen rum. Dann wären wir nämlich von da gekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bringt mir nur nichts, weil es hier nicht weitergeht. Okay, dann gehe ich mal den Weg doch lang. Ja, jetzt bin ich wieder hier, wo ich schon mal angefangen habe zu laufen. Hier muss es aber noch einen weiteren Weg geben. Aber vielleicht mehr in die Richtung, wo ich gerade laufe. Jetzt nicht da. Jetzt ist er hier gerade nicht unbedingt. Jetzt bin ich mir noch unschlüssig. Warte mal, ich kam von da hinten, meine ich. Ich muss da hinten, wo das Lämpchen war. Da will ich hin. Da hinten, wo das Lämpchen war. Da müsste es eigentlich weitergehen. Hey, schaut mal, ich habe eine Statue gefunden. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja, ich muss dahin, wo der Troll ist. Das ist echt trollig. Also gerade nochmal die Passage, aber dann zum Lämpchen. Wenn ich ihn nur sehen würde. Aber ich wette mit euch, wenn ich ihn sehe, ist es zu spät für mich. Er muss eigentlich da sein, hinter dem Gebüsch, so wie das klingt. Ich glaube, er geht. So, wo war dieses Lämpchen? Das ist ja eigentlich eine ganz nette Orientierungshilfe. Ich finde das jetzt auch nicht so prickelnd, in die Richtung des Trolls zu laufen, aber... Ich meine, es war hier irgendwo. Oh je. Da hinten ist das Lämpchen, glaube ich, oder das Feuer. Aber das Lämpchen war... Doch, das ist das Lämpchen, das ist das Lämpchen. Mein Ziel. Mensch, ich will was sehen. Oh Gott, das ist das... Ich glaube, ich sehe hier Schatten des Trolls. Ja, ja, da steht er, da steht er. Oh mein Gott, da ist er. Ich gehe noch ein bisschen wieder zurück. Ich muss genau dahin, wo er ist. Glaube ich zumindest. Bitte geh. Der wird mich hier drin nicht sehen. Oh Gott, warte mal noch. Ein bisschen den Arsch da rein. Danke. Der wird mich doch da jetzt nicht sehen, oder? In die Richtung. Geh weiter. Nein, nein, nicht da lang. Nein. Nein, da muss ich doch hin. Du kannst doch nicht da hin und her rennen. Ah, ah nee, er geht da runter. Er geht da lang. Ah, gut, gut. Oh Gott. Spiel. Was tust du mit mir? Komm, wir laufen jetzt nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg. Ich renne jetzt ein Stück. Oh, bitte lass das der richtige Weg sein. Lass es überhaupt ein Weg sein. Ja, da geht's durch. Okay. Oh, Leute. Oh, ich hoffe, wenn das jetzt der Anfang ist, kotze ich. das könnte nämlich echt passieren, dass ich aus Versehen einfach zurücklaufe. Oh, da war die ganze Phase umsonst. Wir werden es ja gleich merken, wenn ich zu einer Brücke komme. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Das ist ja nämlich so typisch für mich eigentlich. Aber da ist noch ein Licht. Das kommt mir neu vor. Was? Wer hat das gesagt? Hallo? Wer kommt? Wer bist du? Wo bist du? Okay, wir sind auf jeden Fall... Ich habe alles richtig gemacht in der Hinsicht. Jetzt habe ich die Wahl entweder da... Da ist wieder ein Haus... warte mal, ich werde erst noch mal gucken, ist hier sonst noch etwas? Ich könnte doch den Weg weiterlaufen, ne? Okay, nee, lass uns erstmal das Haus anschauen. Klang's? Arnonheim? Hjelp mal, war so schnell. Die hat echt die Ruhe weg, hey. Wir sind hier gerade von einem Troll geflohen. Und sie hallo? Erik?
Aber Erik ist nicht der Troll, oder? Erik ist Erik, den wir noch nicht kennen. Ich will mal hier ein Wörtchen mit diesem Erik reden, das geht ja mal gar nicht. Hallo, snakk til meg! Hvorfor svarer dere ikke? Jeg hørte dere hviske. Ja, der flüstert aber aus gutem Grunde. Pass dich mal an, Mädel. Die hat die Ruhe weg, ey. Hei, vent! Jeg vil bare snakke med dere. Okay. So. Hier ist aber ansonsten nichts. Wir haben ja die Schritte gehört. Da ist wirklich jeder. Da ist eventuell jemand da rausgerannt. Mal schauen. Bin ja mal gespannt, ob wir hier wirklich noch einen richtigen, normalen Menschen vorfinden werden im Laufe des Spiels. Ich glaube es irgendwie nicht. Okay, der ist jetzt wahrscheinlich in die Richtung gerannt, die mir noch übrig bleibt. Dann werde ich mal versuchen, ihm zu folgen. Oh, guck mal, schöne Blümchen hier. Kann ich auch gar nicht durch. Jetzt hier wieder den Weg nehmen. Und dem Lämpchen nach. Okay. Da ich jetzt hier gerade keinen Runstein oder so sehe, mache ich an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Through the Woods. Bis dann.